Um eine Häufigkeitstabelle soll es in diesem Video hier gehen. Hallo, wir haben hier also ein Klausurergebnis. Und zwar der Reihe nach sind die Klausuren korrigiert worden. Es kam eine 3, eine 4, eine 3, eine 2, eine 3, eine 1, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 4, 2, 5, 4, 2, 4, 3. Das ist natürlich unglaublich unübersichtlich, aber möglicherweise chronologisch geordnet. Jetzt werden wir gebeten, eine Häufigkeitstabelle zu erstellen. Dieses Video ist übrigens basierend auf einer Aufgabe von Herrn Brinkmann und unterhalb des Videos oder unterhalb des Beitrages bei oberprima.com findest du den Link zu der Aufgabe und zu weiteren Aufgaben. So, eine Häufigkeitstabelle wäre jetzt hier zum Beispiel, kennt man ja, es gibt hier die Noten 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann können wir die Häufigkeiten des Auftretens der Note. Ja, man kann das ja wie einen Zufallsversuch werten und dann ist quasi das Ergebnis des Zufallsversuches ist die Note und oder des Lösungsversuches, kann man ja auch sagen. Und die Note ist also unser Ereignis und dann ordnen wir jetzt also die Ergebnisse dem Ereignis zu. Und das machen wir am besten wie folgt, dass wir hier eine Tabelle tatsächlich schon mal anfangen, Note reintun und dann hier Anzahl. Und dann kann man sich noch eine Hilfsspalte freilassen sozusagen. Das ist jetzt ein Tipp von mir. Hier haben wir die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 und die 6. So. Wenn wir sehen, dass keine 6 da ist, können wir natürlich da auch gleich schon eine 0 ranschreiben. Und dann sind das tatsächlich, ne, hier 0. Haben wir vorhin beim Durchgucken gleich gesehen, aha, ist keine 6 dabei. Dann gehen wir jetzt dabei und sagen, okay, wie viele Einsen sind denn dabei? 1, 2. Dann können wir hier gleich eine 2 hinschreiben. Wenn es noch unübersichtlicher ist, kann man natürlich auch hier eine finden und hier eine finden. Und dann sollte man hier oben auch gerne so einen Haken drum machen, damit man weiß, dass man die schon hat. Also, bei der 3 habe ich einen Strich, bei der 4 habe ich einen Strich. Dann kann ich nämlich auch so vorgehen, dass ich einfach die Liste durchgehe. Das sind jetzt drei Alternativen gewesen. Ich finde das ganz schön, wenn man hier die 3 nimmt man und macht eine 3. Eine 2, eine 2, eine 3, eine 3. Eine 5, eine 5, eine 5, eine 5. Dabei kann man dann tatsächlich weniger Schusselfehler machen, als wenn man jetzt hier durchzählt und ach, war ich bei der 3 oder bei der 2, das hört sich immer so gleich an in meinem Kopf. Und hierbei, selbst wenn ich jetzt abgelenkt war, kann ich sehen, oho, den hier habe ich schon gehabt, also mache ich jetzt die 4, die 4, die 3, die 3. Und immer schön mit sich selbst sprechen. Bei 4 kommt dann natürlich ein Strich, damit wir gleich 5er bündeln können. Die 2, die 2. Ja, so kann ich auch zwischendurch hier immer nochmal was erzählen und komme trotzdem nicht durch den Tüdel. Ich habe natürlich nachher auch die Lösung von Herrn Brinkmann, so dass man sich so eine Aufgabe auch stellen kann und dann hinterher immer nochmal die Lösung entweder als Video oder als Niederschrift. Na, du weißt schon. Hier haben wir die 2 und die 4 und die 3. So, jetzt zähle ich hier durch, sind 4. Hier habe ich 6, hier habe ich 5 und hier habe ich 3. Und jetzt will ich mal gucken, ob das mit dem übereinstimmt, was Herr Brinkmann rausgefunden hat. Das ist genau so. So, das sind jetzt die Anzahlen oder die absoluten Häufigkeiten. Ne? Groß H von E. Und klein h von E sind die relativen Häufigkeiten. Und E ist in diesem Fall die Note, ja, das Ereignis, das definiert wurde. Ereignis 1 kommt zweimal vor. Aber wie viele Leute haben denn überhaupt teilgenommen? Dann können wir hier so ein Summenzeichen machen und sagen dann, okay, alles klar, hier das plus das plus das plus das plus das sind 20. Das heißt, 20 Leute haben insgesamt teilgenommen. Dieses hier kann man auch als N bezeichnen, denn wir wissen ja, klein h von E ist groß H von E geteilt durch N aus dem Vokabelvideo. Dann machen wir hier die 20 dazu und das sind 0,1 oder 10%. Als Wahrscheinlichkeit, wenn wir das jetzt nachher als Wahrscheinlichkeit irgendwie definieren wollen. Allerdings geht es hierbei tatsächlich ja nur um die Häufigkeitstabelle und die sieht dann so aus. Hier haben wir 4 Zwanzigstel und das sind natürlich 0,2. Hier haben wir 6 Zwanzigstel, das sind natürlich 0,3. Warum natürlich? Weil hier steht 2 Zwanzigstel und hier steht genau das Doppelte, 4 Zwanzigstel. 2 Brötchen, 4 Brötchen, 2 Brötchen, 10 Cent, 4 Brötchen, dementsprechend 20 Cent. Gut, 6 Brötchen sind dann natürlich so viel wie 2 Brötchen plus 4 Brötchen sind also 30 Cent. Gut, hier 5 Zwanzigstel sind 0,25 und 3 Zwanzigstel ist die Hälfte von dem, also 0,15. Und, oh Wunder, hier kommt natürlich 0 Zwanzigstel hin und das sind natürlich dann 0.
0,0. Und hier ist immer eine 1. Denn hier würden wir 20 durch 20 rechnen. Kann ich hier auch nochmal hinschreiben. 20 Zwanzigstel. Und das wäre dann die 1. Gut, das wäre jetzt also die Häufigkeitstabelle, die relativen Häufigkeiten dazu. Ja, Häufigkeitstabelle, also hier die Geschichte mit der absoluten Häufigkeit und dann die relativen Häufigkeiten. Und damit bin ich jetzt hier raus und gleich machen wir daraus ein Kreisdiagramm.